So, Hallihallöchen, Handsome Pitty hier und willkommen zurück zu Let's Play Joker and Lily and the Impossible Lair. Joker ist schon ganz aufgeregt, Mann. Der will in Kapitel 8 den Windmühlenweg rein oder gehen wir auch direkt rein? Ich habe das Gefühl, dass das alternative Kapitel wird sehr windig. Aber das sehen wir dann erst noch. So, will ich den Coin-Ding behalten? Eigentlich ist der schon mega praktisch, ne? Einmal Coin, immer Coin. So, oh, ah. Da oben ist noch was, tatsächlich. Was bist... Ah, warte mal. Wir haben was zum Schmeißen. Ja, geil. Ah, ich sehe schon. Ja, wir starten nochmal neu. Pass auf, respawnen. Oh. Das Ding mitnehmen und hier oben hinschmeißen? Nein. Dann habe ich absolut keine Ahnung, was wir mit den Dingern so wirklich tun sollen. Erstmal hier Speed aufbauen. Und gleich rausnehmen. Super. Speed! 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 Ach, keine Ahnung. Ach, scheiße. So. 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 Ja. Was? Achso, du bist im Kreis. Okay. Ah. Ach Mist, jetzt bin ich unten. Oh. Und verkackt. Ach, scheiße. Dum, 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 dum. Also kann man auch entspannt hoch. Okay. Ah. Okay, warte. Und da ist die Münze. Oh, die war jetzt schon anstrengend, ey. Gut, egal. Wer hat doppelt gespeichert? Also, alles gut. Boah, ich habe gar keinen Bock, wenn es windet. Bin ich ehrlich. Unten lag nochmal so eine Ananas zum Schmeißen. Bei der ich den Sinn aber noch nicht so ganz verstanden habe, tatsächlich. Auch hier. Kann man hier Kumpel cracken? Weil oben ist eine Münze 2. Kann man sogar von hier aus schon sehen. Wow. Alter, kranke. Ja, 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 ja. Yes. Kranke Schnecke. So, dich einfach überrollen. Wow. Yay. Federn, wovon die Hälfte tot fliegt? Nein, wegfliegt. Tot fliegt. Dam, 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 dam. Oh, gut. Die Vogelscheuche im Hintergrund. Das ist einfach King Bumblebee, Mann. So, kann man hier... Oh, nein, Lily. Ah, halt. Da ist ja ein Entrance. Ist hier vielleicht schon die Nummer 3. Und dann ist vorbei. Ah, oh, nein. Oh. Nein. Einfach verpasst. Naja. Hoch. Kommt hier was raus? Kommt hier was raus? Ein Geheimnis? Eine Feder. It's a feather. Das ist wahrscheinlich dann... Oh, au, au, au. Jo, der Typ. Lily. Du, du, du. Nein, ich gehe immer noch nach dem Grundsatz. Ohne Lily ist alles doof. Warte, so. Ah, verdammt. Man kam nicht hoch. Dann halt. Oh Gott. Kranke Schnecke, ey. Warte, hier kann man sofort raus. Man kann aber auch hier hoch. Ich glaube, da oben ist was Feines. Zum Beispiel eine Feder. Oder noch besser ein... ein... Keine Ahnung was. Yes, the feathers are gut. Geht's da ganz oben hin? Ah?
Kann da was sein? Kann er? Nee, er ist nix. Oh. Miau. Der ist einfach weg. Wo ist er denn hin? Ah! Ich komme da nicht mehr. Oh Gott. Ja, gut. Also es scheint hier oben lang zu gehen. Aber somehow war doch auch hier unten noch was Kleines. Hier. Ach lol. Die lag da einfach. Und ich dachte, geht's weiter. Fast sind wir vorbeigelaufen, aber das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ach Gott, dieses Ding, das nervt mich. Sofort springen. Wo ist die Coin Number 4? Da, 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 da. Ist sie hier oben oder auch nicht? Nein, es ist nur eine Feder, eine ganz normale große. Ich hab doch ein bisschen um mich geschlagen. Layli, komm her, du! So. Wow, 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 wow. Pass mal auf. Da ist die Coin. Und hier geht's rein. Woo! Yay! So, we did it! Ich lass mich nicht durch euch verarschen. Da falle ich nicht drauf rein. Und auch generell nicht rein. Wow! Killt euch gegenseitig! Ah! Manchmal ist so Action dabei und ich glaube, das war ein schlimmer Fehler. Oh no. Töte mich. Ich möchte sterben. Oh nein, Layli is gone. Wer ist schneller im Rollen? Ich. Woo. Don't kill the... Aua. Kiste without purpose. Ach komm. Ah, nein! So. Nein. Let me da hoch! So. Da ist eine Feder. Feder, ich komme. Ah, mit einsammeln, okay. Nein, 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 nein! Oh no. Oh no, die Feder ist traurig. Dann bin ich auch traurig. So traurig, dass ich glatt in den Tod stürzen würde. Oh yeah. Okay, diesmal wird's. So, ausgezeigt. Die Tür bleibt zum Glück offen. Layli, komm zurück zu mir, du nette Fledermaus. So ein bisschen das Ding drehen, dass man... The feather is gone. The feather is gone. Scheiße. Na dann hoffe ich mal auf das Beste, dass das oben nur Zusatz war. Auch wenn ich jetzt dem Ganzen sehr passiv... Ich hasse die Dinger. Aber malt ihr auch so schwul kindergartenmäßig an? Oh, ich habe gar keinen Bock auf Wind in dem Kapitel. Ich hätte mehr Bock auf... Wenn... Ja, geh weg. Keine Ahnung. Au. Layli? Layli! Hoho, die haben mir in den Tod gelotst, Alter. Ist hier hinten. Hier könnte eine... Oh, lol. Die ist da, ja. So. Oh, wir haben die Schnecke sogar damit gekillt. Und zum Glück war die Münze da.
Nestemeier. Ja, leider büßen wir einiges an unseren Federn ein. Das ist traurig. This is very sad. Da, 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 da. Biene, wo fliegst du hin? Hey. Okay, dann hier kann man ja was für 500 Federn kaufen. Ne? Ja, klar. Take our feathers. Bingo. Schlupp. Das ist doch mal ein geiler Skin für Yoka. Propeller-Yoka. Hier sind deine... Oh, ja, und jetzt noch das andere. Es gibt nämlich zwei, du Eumel. Staun's nicht so an, ey. Okay, können wir hier... Wir können nicht durchrollen. Wunderschön. Schneller Propeller. Vielleicht können wir einen zerstören, dass er seinen Propeller rausdroppt. Irgendwann. Das war eine schlechte Abkürzung. Okay. Ja, wir... Oh, meine Klappe ist... Oh, nein. Hurra. Da ist der zweite Propeller. Oh, wenn der auch 500 Federn kostet, dann werde ich kirre. Aber es geht erst in den Wald zurück? Was ist hier denn? Hier ist ein Tonikum. Wahrscheinlich, wenn man alle Gegner Tonikum bringt. Gelb. Oder einen gelben Schlüssel findet vielleicht. Also es gibt drei Wege. Ach, scheiße. Okay, also. Erster Weg schiebt die Kiste. Ja, schieb die mal dahin. Yes. Und dann. So. Aber sind jetzt alle ruhig? Nein, nur die oberen beiden. Schade. Und du möchtest auch 500. Wow! All unsere Federn sind auch gone. Na, wenn es euch glücklich macht. Propeller-Yoka! Das macht mich zum Beispiel glücklich. Wo bläst du uns hin? So eine, zu dem Tonikum. Blumenstunde. Das klingt so absolut strange. Keine Ahnung. Wir säen und Sturm ernten. Achtung vor dem Propeller. Ah, hier, dann kannst du auch ein bisschen blasen. Endlich. Ich kann wieder blasen. Bei Pusten, meine ich. Yeah, die beiden nehmen mir den Wind aus den Segeln. So toll. Okay, dann machen wir das Alternativlevel im nächsten Part. Und in dem Part gucken wir noch ganz kurz in den Wald. Da, da. Dim, dim, dim. So, hey, habt ihr nichts zu suchen? Ah, hier sind wir, okay. Da ist... Hey, wie habt ihr denn hergefunden? Ich geh ja gar nicht, Mann. Lass mal eine Abkürzung aufboxen. Oh, der Hintereingang so... Oh, verdammt, Mann. Was ist hier denn für ein Knusperhäuschen? Ein Tonika. Oh. Man muss springen, okay. Ah! Und zwar auf dem Kopf. Alles weird. 50 Federn, wir haben... Ja, das ist genug. Okay. In einem kleinen Hain tief im dunklen Wald steht ein verschlossener Käfig. Das ist leicht zu finden, aber es ist kein Schlüssel in der Nähe. Grabe direkt darunter. Wir haben keine Schaufel. Aber danke für den Tipp. Hier schon wieder verschwinden. Ah, hier ist was Süßes. Wo ich das FBI rufe. Nee. Mein Honig! Haltet die Diebe! Never! Unser Honig. Honey, honey. Ah, dann haben wir jetzt auch hier das Alternativlevel. Oh, sehr praktisch. Schön. Hier. Was Süßes für den Süßen. Oh ja, das Kokoro hat das gute Zeug. Mal probieren.
sollte meine gute Laune ausnutzen, bevor ich wieder in Depression versinke. Aber stoß mich bloß nicht an, die könnte sonst was verschütten. Da seht ihr. Lecker, ich schmecke richtig gut. Der Typ betreibt einfach Autokannibalismus. Ah. Okay, das ist zeitlich begrenzt. Sägeblattumgebung fest. Na gut, dann machen wir das im nächsten Part eher. Da komme ich richtig gut. Jetzt aber, wir können noch graben. Für einen Key. Das sind echt geile Overworlds. So schöne Verbindungen. Sehr toll. Gefällt mir. So, und hier ist der verschlossene Käfig. Wir graben direkt. Natürlich, den Schlüssel direkt am Käfig verstecken. Wie genius! Und hier ist... Super Sonar! Das war doch eine Fähigkeit aus dem ersten Teil. Okay, gucken wir uns mal kurz die Tonikas an. So, es gibt 1500 Super Sonar. Drücke I, um einen Mächtigen, der alle sichtbaren Feinde umbringt. Er kann aber nur einmal im Kapitel verwendet werden, weil wir schon immer gewinnen. Dann Blumenstunde. Ein Hinterlass bei ihrem Tod zoomt, um die trübe Stimmung zu heben. Der Bildschirm wird Verkehrung angezeigt. Perfekt für alle Fledermäuse. Ja, wir spielen aber meistens als das Chamäleon. Also für uns nicht so perfekt. Trotzdem danke für das nette Angebot. Und hier ist dann wahrscheinlich der nächste, die Paywall. Nein, da sind die Trottel schon wieder. Gut, nein, dann machen wir aber erst die beiden Reverse-Kapitel noch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.